Ja, dann fliegen In der wir mal auf. Arktis fallen ihre Handlungen unter die Oberaufsicht der Arctic Custodians. Werfen wir einen Blick auf ihr Territorium. Der Arctis Tecodians. Sich in Bay? Was? Sich was? Was sich tun? Was? Was? Es war eine diplomatische Meisterleistung, die Custodians dazu zu bringen, ihr Land für private Firmen zu öffnen. Daher sind sie bei der Standortwahl etwas eingeschränkt. Fallwinde. Weniger Kühlung, Naturreservat. Gefriereinräume. Oh, Gefriereinräume. Die von höhere Erträge über die Produktion der Methanextraktoren ist beeinträchtigt. Betroffenes Gebäude, Methanextraktoren. Naturreservat, betroffene Gebäude, Gefriereinreservierungsdings. Gebäudeenergie. Vier Inseln ungefähr gleiche Größe bilden die Akia-Schollen, die viel Bauland bieten. Dieses Gebiet hat schon das Interesse eines anderen globalen Bewerbers geweckt, der seine Handelsrouten erweitern will. 48.000 Hektar. Klingt schon gut. 48.000 Hektar, 14 Bergbauplätze, 26 Küstenbauplätze und als Bonus Handel in der Arktis, das Logistikprojekt. Brechen Sie durch einen schwimmenden Gletscher. Ja, ich rede doch gerade. Hör auf zu reden, um eine neue Transportroute zu erstellen. Die neuen Arktiskanäle verbessern Ihre Logistiksysteme nachhaltig. Fördern Sie Ökovorkommen der Arktis, indem Sie die Kontrolle über die drei alten Bohrinseln übernehmen. Beim letzten Mal habe ich das hier genommen. Riesige Berge erreichen müssen. Oh, gute Frage. Ihre Firma wächst konstant. Sie sollten in Erwägung ziehen, in andere Sektoren zu expandieren. Ich würde sagen, wir nehmen die Arkia-Schollen. Willkommen in Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms. Sie sind nun autorisiert, die Arktisregion zu betreten und auf die dortigen seltenen Ressourcen zuzugreifen. Ihre Aktionen in diesem Gebiet werden von den Arctic Custodians überwacht. Sie kontrollieren auch die Klimastabilisatoren, die die arktische Eisschicht erhalten und so das Wetter stabilisieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Hätte ich vielleicht doch... Na gut, sieht man ja nicht natürlich. Dieses andere Gebiet annehmen sollen. Das ist die Klimastabilisatorentechnologie der Arctic Custodians, die hier die Temperaturen unter Null hält. Ich bin Dr. Howard Young. Ich spreche für die Arctic Custodians. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Wir erwarten, dass Sie sich zu jeder Zeit an unserer Richtlinie halten. Das Ökosystem der Arktis. Respektieren Sie diese Regeln und wir kommen miteinander aus. Ich dachte, ich kann ihn ausblenden. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Nicht gerade ein herzliches Willkommen, aber fahren wir einfach mit Phase 2 fort. Wir brauchen arktische Ressourcen für den Raketenbau. Daher müssen wir auf diesen Inseln eine Basis errichten. Gründen Sie Ihren neuen Standort, wo Sie wollen. Alle Inseln bieten gute Konditionen. So für die Entscheidung, die man treffen muss. Hier müssen wir wahrscheinlich das durchbrechen. Mit dem Schiff. Was haben wir hier? Hier haben wir
Verstanden. Hi, wie geht's? Okay, haben wir direkt Händler und so weiter. Auf die Insel, oder gehen wir doch zu dieser Insel? Kanalkontrollpunkt, okay. Ja, sagen wir, nehmen diese Insel hier. Roger. Was haben wir hier? Ah, nochmal Kanalsektorenprojekt. Wahrscheinlich müssen wir dafür ein bisschen hier die Transporte voranbringen. Wenn Sie hier ein Vertriebszentrum bauen, kann ich Ihnen die Insel offiziell überschreiben. 50.000, leck mich am Arsch. Mit dem Erwerb dieser Insel haben Sie auch die Schirfrechte für dieses Gebiet erworben. Die Arctic Custodians werden Sie von jetzt an mit Argusaugen überwachen. Ihre Vorgaben sind streng, aber beim Aufbau Ihrer Infrastruktur sollten Sie sie beherzigen. Schon die Heizrichtlinien werden eine Herausforderung sein. Aha. Eieiei.